So, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Smoke-Tutorial auf diesem Kanal. Heute gibt es keine Standard-Smokes auf Cage. Nämlich heute gibt es nur eine einzige Smoke. Eine Smoke, die episch geil ist, die episch was mit einer unsichtbaren Wand zu tun hat und fast vom T-Spawn aus geworfen werden kann. Eine T-Smoke für normalen, relativ schnellen Argo. Hat eine lange Flugbahn, das heißt also, sie braucht eine Zeit lang, bis sie aufkommt, aber das könnte zeitlich sehr gut hinkommen. Können wir nachher mal testen. Und zwar sind wir hier vor der Garage. Oh yeah, lecker. Und die Garage ist sogar wichtig. Ihr seht hier auf dem Boden so eine Reifenspur. Keine Ahnung, welches Auto hier lang gerast sein sollte. Jedenfalls braucht er für den Jump Throw Bind. Ohne den geht es nicht. Und jeweils stellt ihr euch hier so ein. Ich spiele auf der Low-Qualität, ja? Und mit Absicht, um den Leuten zu zeigen, dass es auch auf der Low-Qualität auch geht. Ihr stellt euch hier so ein grüner Pfütze, ja? Und zielt. Also ihr nehmt euch diesen Kondensator hier. Ich nenne jetzt Kondensator. Und davon die Mitte ungefähr. Also von dem Rohr hier so ein bisschen links. So, und jetzt kommt drauf an, auf was für Modi ihr spielt. Also spielt ihr 64 Tick wie ich jetzt gerade, unten rechts sehbar. Dann müsst ihr die Ecke vom dritten Balkon, die linke und obere Ecke nehmen, also untere Ecke. Die untere Ecke, also vom Boden des Balkons, die linke obere Ecke. Ja, also die hier. Und die beiden verbindet ihr euch mal. Okay, hier. So. Dafür seht ihr an, bei 64 Tick, ich zeige sie jetzt einmal bei 64 Tick gleich und dann einmal bei 128. Bei 128 ist es die vom zweiten Balkon, die linke obere Ecke vom Balkon selber, von diesem Dings. Genau das gleiche Ding. Also wieder mit verbinden, immer gleichen Punkt. Also hast du am Ende Scout bei einem Fehler zu kaufen. So, jedenfalls, dahin. Macht ihr jetzt Folgendes, um die Smoke zu werfen. Ihr lauft jetzt los und wenn die Ecke von der Garage an euch vorbeigepasst ist, also wenn ihr dann vorbei seid, macht den Jump Throw Bind. Das Ganze sieht dann so aus, ich flieg da mal. Wenn ich sie jetzt nicht gefällt habe, nein, die liegt gut, die liegt gut, die liegt gut. Eine der schönsten und weitesten Smokes für das Car. Oh, meine FPS ging gerade runter. Wie ich finde. Bei 64 Tick halt, bei 128 Tick halt, die untere, die zweite Ecke nehmen hier, die wird jetzt failen, weil die fliegt jetzt zu weit. Aber sie wird bei 128 Tick, wird sie auch hier gegen knallen. Hier ist wieder eine unsichtbare Mauer, wenn wir jetzt mal hochfliegen. So sieht ihr den Rand normal und wenn ich jetzt, da. Und je nachdem, wo ich bin, ist das Ding schwarzer. Wenn ich jetzt hier hochfliege, ne? Ja, hier ist out of map. Wir sind hier out of map. Und darum ist hier eine Wand. So. Jetzt machen wir mal einen kleinen Test von der Geschwindigkeit her. Movement Krüppel for the win. Die kommt fast zeitlich an. Also die kommt relativ schnell an. Okay, gut, die war jetzt scheiße geworfen, weil das kann ich noch sehen. Aber mit ein bisschen Übung kommt die ungefähr gleich an, wenn ihr hier seid. Also hier ungefähr. Also im Main schon fast durch seid. Und die AWP meistens im K ist meistens am Arsch. So, ja. Jump Throw Bond ist definitiv wichtig. Ohne geht es gar nicht. Ich habe es mehrmals ohne versucht. Krüppel. Ne, das geht gar nicht. Jo gut, aber ich meine, Psirn, also Quad ist dicht, ey. Das ist auch gut, ey. Aber so geht, ich krieg die so nicht hin. Ah, die könnte doch sein. Ne, die fliegt Afghanistan. Aber interessante Quad-Smoke. Okay, gut zu wissen. Ja, sowas findet man alles heraus, wenn man so ein bisschen rumgernt. So, ich hoffe, die Smoke hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, macht mir ein Video, was ihr wollt. Ihr kennt es. Glaubt ihr, in jeder YouTuber euch das viermal am Tag anquatscht, dann seid ihr irgendwann noch genervt davon. Liken, abonnieren, so und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Disliken, haten, lieben,
Kinder machen. Aber egal. ich würde sagen, bis dann noch da rein und Cheerio.